Hallo, ich grüße euch aus meinem kleinen gemütlichen Bastelkeller inmitten des beschaulichen Mittelfrankens. Ja, in der Reihe der 1:35 Panzermodelle möchte ich heute euch von Revell den Panzer 4 in der Ausführung H vorstellen. Hat die Artikelnummer 3333, wie man hier unten sehen kann, 386 Teile. Soll schlussendlich gute 20 cm lang werden, also inklusive Rohr, was ein bisschen rüberragt. Das ist ja die Ausführung H, die hat dann auch schon das lange Kanonenrohr. Und ja, typisch ist eben, dass wir hier auch die Seitenschürzen haben. Ist eine Figur dabei. Und ja, Panzer 4 ist ja der meistgebaute Panzer überhaupt vom Zweiten Weltkrieg, also der deutsche Panzer, der deutschen Panzer. Und ja, ich habe das für 35 Euro gekauft. Das ist mehr oder weniger Liste für dieses Revell-Modell. Aber ich habe es schon mal in einem anderen Video gesagt, muss natürlich immer alles zusammennehmen. Das habe ich jetzt hier in der Nähe irgendwo kaufen können. Das heißt, sind wenig Fahrtkosten, keine Parkgebühren dazugekommen. Ansonsten Internet habe ich halt sonst vielleicht Versandgebühren oder ich muss weiterfahren. Also meistens kommt es irgendwo wieder aufs Gleiche raus und dann gehe ich ganz gern hin und unterstütze meinen regionalen Anbieter. Allerdings hat der jetzt leider nur Revell-Modelle. Ich habe aber den Panzer 4 auch noch von anderen Herstellern. Die werde ich im Laufe der Zeit euch auch noch vorstellen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, heute mal nur die Vorstellung des Modells. Den Bau werde ich in einem eigenen Video machen, sonst werden einfach die Videos zu lange und das bringt doch den wenigsten was. Dementsprechend würde ich sagen, lang genug geredet. Nach dem Intro geht's los. Dann schauen wir uns mal zunächst mal die Box von außen an. Wir haben also ein schönes Bild, was das Modell wiedergibt. Mit einem entsprechend hier, ich hole mal gerade einen Zeigestab, mit einem rein retuschierten Foto. Die, im Regelfall ist dann das, was auf dem Foto abgebildet ist, dem ganzen Deckelbild hier auch tatsächlich drin. Das heißt, muss also auch eine Figur drin sein. Es wird hier Level 5 angegeben. Das hängt ja nur ab bei Revell von der Anzahl der Teile. Was haben wir hier? Da sehen wir 2020 ist das Release-Datum. Hier an sich eine Wiederholung der ganzen Daten. Auf der anderen Seite an sich auch nichts Besonderes. So. Und dann haben wir hier noch die Rückseite, die entsprechend ein paar Bilder von dem Modell wiedergeben. Jetzt hier auch tatsächlich die Modellfigur. Hier Darstellung der Spritzlinge, die dabei sind, ein paar Informationen zur Farbe, die verwendet werden oder den Farben, aber das ist ja nachher noch im Bauheft ausführlicher drin. Sieht man sie hier ganz schön mit der Tarnungsfarbe, die Schürzen an der Seite, Schürzen um den Turm herum. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was innen drin ist. War's. Nehmen wir mal die Kiste zur Seite. Da haben wir also zunächst die Bauanleitung. Nichts dran geklebt, kein zusätzliche Bauteile, sonst was, was manchmal der Fall ist.
schauen wir uns gleich noch an. Ja, irgendwelche Sicherheitshinweise, uninteressant. Und ja, und hier dann das Deckelbild oder die Deckels, sorry. Und angegeben, dass in Italien gedruckt worden sind. Ja, und wenn man sich so schräg im Licht anschaut, sieht man also auch, dass hier also kein Überstand ist von der Trägerfolie, sondern dass das sehr schön gemacht ist. Gut. Und ansonsten haben wir dann hier die Spritzlinge drin, aber ich würde sagen, zunächst werfen wir einen Blick auf die Bauanleitung. Wie bei Revell üblich, als gebundenes Heftchen. Hier haben wir also wieder die ganz ausführliche Darstellung der verschiedenen Symbole, Bauhinweise etc. Das macht ja Revell auch immer sehr ausführlich. Hier die Übersicht der Farben. Ist natürlich nur auf die eigenen Revell-Farben bezogen, logisch. Macht ja Tamiya zum Beispiel auch nicht anders. Hier haben wir Übersicht über die Spritzlinge. Und da haben wir also dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6 Spritzlinge, Polycaps, Wannenoberteil, Wannenunterteil und die 2 Vinylketten. Hier die Einzelgliederketten wird man wahrscheinlich dann für die Ersatzkettenglieder brauchen. Ja, dann geht's quasi wie gewohnt los mit der Wanne. Hier könnte der Auspuff sein. Hier auch wird auch mit Polycaps gearbeitet, dass die Räder drehbar bleiben. Das heißt, das wird dann hauptsächlich mal die Montage der Kette etwas erleichtern. Und schauen wir gerade, genau, die machen es also auch hier mit der Vinylkette, dass es mit einem erhitzten Schraubenzieher dann verschmolzen wird. Wie gesagt, was mir jetzt nicht so richtig gefällt, also mir persönlich bei den Revell-Bauanleitungen, ist einfach die, ja, wie soll ich sagen, die Strichstärke ist mal zu dick. Das wirkt dann manchmal nicht so ganz exakt und noch nicht so ganz übersichtlich. Ja, da wird halt die Oberwanne gebaut mit den ganzen Zurüstteilen. Kommt dann hier auf die Unterwanne drauf. Typisch vom Panzer 4 sind ja eben hier auf jeder Seite die 8 Laufrollen. Das heißt, da hat man immer einiges zu bauen beim Panzer 4. Dann kommen jetzt die Halterung für die Schürzen dran. Hier wird jetzt die Kanone zusammengebaut. Leider ein zweiteiliges Kanonenrohr. Das heißt, man hat immer dann die Aufgabe, die zwei Klebebereiche sauber zu verspachteln oder zu verschleifen, und wird die Kommandokuppel gebaut. Hier der Bemalung und Bau, wobei der Bau nur aus 3 Teilen besteht, des Kommandanten. Turm, Maschinengewehr, ist MG34 müsste das sein.
Und hier würden dann die Schürzen einmal vom Turm und einmal für den Kettenschutz zusammengebaut. Wird man mal sehen, wie dick die sind. Muss nämlich immer überlegen, die waren im Original waren die 5 mm dick. Das heißt, das jetzt runtergebrochen auf einen Maßstab von 1 zu 35 haben wir mal gerade. Das muss ich jetzt mal gerade überlegen, zwischen 0,1 und 0,2 mm. Das heißt, im Normalfall sind die Schürzen immer viel zu dick, maßstäblich gesehen. Deshalb hat man oft auch Bausätze, wo die dann aus Fotoätzteilen oder auch aus Aluminium hergestellt sind, damit es entsprechend dünner ist. Hier wird noch eine Antenne selber gezogen. Das habe ich ja auch schon mal im anderen Video gezeigt, dass man sie ein Stück vom Spritzling abschneidet, über einer Kerze vorsichtig erwärmt, dann am besten wegnimmt von der Flamme und dann auseinanderzieht. Hier ist angegeben 70 mm lang und dann entsprechend die Enden abschneiden, dann hat man seine Antenne hier. Ja, dann haben wir hier die Versionen. Hier die erste Version ist in der Normandie 1944, allerdings eine unbekannte Einheit mit einer Dreifarbtarnung und Angabe der Decals, welche wohin kommen. Hier die eine Ausführung Italien 1943, komplett in einer Farbe gehalten. Die hier ist die 16. Panzerdivision angegeben und jo. Das war es also soweit zur Bauanleitung. Ich habe die Spritzlinge mal aus einer extra Tüte schon mal rausgenommen, also gut verpackt. Aber also hier sehen wir dann zum einen die Wannenbestandteile, also Unter- und Oberwanne. Noch was, ist sonst vielleicht nichts drin. Dann haben wir hier unter anderem den Spritzling mit den Einzelgliedern. Schauen wir uns alles gleich an. Hier ist die Kette drin. Dann haben wir die Schürzen. Hier die Polycaps und Turmbestandteile. Ich würde sagen, ich sortiere das mal so ein bisschen und dann schauen wir uns das mal genauer an. Ich habe mal so ein bisschen die Spritzlinge sortiert. Spritzling A, B, C, D, E. Dann die Einzeltracks für den Panzerkampfwagen 4. Die Unterwanne, Oberwanne, Polycaps in zwei Größen und noch die Vinylkette. Und ich würde sagen, schauen wir uns die mal so ein bisschen nacheinander kurz genauer an. So, mal wieder zusammen. Mal zur Seite. Fangen wir erstmal hier mit den beiden an. Da haben wir also hier zum einen die Unterwanne. Und was mir hier auffällt, ist, das scheint irgendwie von einem Bausatz zu sein, der auch motorisiert werden kann, weil hier vorgesehen ist, zwei Batterien einzulegen. Und wahrscheinlich dann hier könnte ein Motor eingebaut werden. Also von irgendeinem anderen Modell, was eher zum Spielen gedacht ist. Dann von unten fällt es mir auch nicht so, da ist also nichts angedeutet. Hier, das muss noch entfernt werden und das ist also komplett glatt gehalten. Ansonsten sauber gegossen, keine Rückstände, relativ dickes Material und auch sehr stabil, auch durch die Versteifung hier drin, die normalerweise für die Batterien gedacht sind. Die
Boberwanne ist auch soweit ganz gut dargestellt. Man hat hier also die Riffelbleche auf beiden Seiten von den Kettenschutz. Hier hinten hat man die Lüftungsgitter, das hier muss wieder entfernt werden. Hier die beiden Luken, Fahrer und Beifahrer und beziehungsweise Funker und MG-Schütze. Gut, innen, das sieht man nicht. Und auch relativ kräftiges und dickes Material. Kurz zu den Polycaps. Da haben wir eben zwei Größen, hier jeweils zwei deutlich längere, hier die normale Größe. Wo man jetzt welche braucht oder ob man sie überhaupt braucht, kann ich jetzt nicht sagen. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal hier mit dem Spritzling A an. Haben wir oben die Markierung. Da geht es also hauptsächlich um die Antriebsräder, Leitrollen und die eigentlichen Rollen. Die kann man überlegen. Hier haben wir die Stützrollen. Und also jeweils gehört dann immer eins und so eins zusammen. Die Federung. Sieht man sie hier recht schön. Vorgelege, Getriebe. Ja, also auch keine, was ich jetzt so sehe, keine Gussrückstände. Ist aber in meinen Augen auch nicht so ganz, ja, so scharf gegossen, sondern so, naja, mittelprächtig. Jetzt Spritzling B, haben wir also hauptsächlich den Turm mit dem Schutz vorne. Hier haben wir die zweiteilige Kanone mit 75 mm Kaliber. Und das sind die L48 bei der Ausführung. H, das heißt 48 mal die 75 mm, da kommen wir schlussendlich auf eine Länge von 3 Meter und 60. Die, also die Länge vom Kanonenrohr. Angegossene Mündungsbremse. Und ja, also keine Struktur. Man sieht zwar hier schön die Schweißnähte. Schauen wir mal, dass er so einigermaßen sieht. Dass man hier also die Schweißnähte hat, aber Oberflächenstruktur haben wir keine. Hinten Staubehälter, Teile der Kommandantenkuppel. So, jetzt haben wir C. Da haben wir hauptsächlich das rückwärtige Teil, nun Teil vom quasi Kotflügel. Dann müssen wir gerade hier schauen. Ja, da haben die Räder noch einen Gummiring. Später, die Panzer hatten den ja nicht mehr, weil es da Lieferschwierigkeiten gab. Und ja, ich denke, das sind Auspuffteile, die hier dabei sind. Rüstwerkzeug, zum Beispiel die Axt. Hoppla. Also da würde ich sagen, das ist jetzt das ist sehr grob gehalten. Also das gefällt mir jetzt nicht so. Die Winde. Zange, großer Schraubenschlüssel,
Schwanzwerkzeug. Also es macht jetzt auf mich keinen so überragenden Eindruck. Hier haben wir Feuerlöscher. So, dann zum Spritzling D, wie Dora. Da haben wir hier die Halterung für die Seitenschürzen. Ich gucke mal, wie gesagt, die sind natürlich extrem dick. Können ja mal kurz ausmessen, wenn sich hier gut messen lässt, was wir hier für eine Stärke haben. Und dazu muss ich hier mal gerade einer Seite abzwicken, damit ich das messen kann. So, da haben wir also 1,16 oder 1,15 mm. Das runde Zehnfache, was es vom Maßstab haben dürfte. Und das heißt, das entspräche dann 3,5 cm Dicke im Original. Es waren aber nur 5 mm. 35 mm Dicke. Ich kann mir überlegen, was das für ein Gewicht wäre. Die hätte man also kaum manuell einhängen können. Gut, dann haben wir hier den Kommandanten, der quasi nur aus 3 Teilen besteht. Der gesamte Torso, Kopf, Beine und hier die 2 Hände dazu. Und mal schauen. Wie gesagt, auch diese Aufhängung ist natürlich sehr, sehr grob gehalten. Und ansonsten haben wir hier ganz viele Griffe, die, wenn man möchte, auch aus Kupferdraht man sich herstellen kann. Natürlich dünnerem Kupferdraht, dann sieht es realistischer aus. Das halt dann entsprechend die Schürzen für den Turm mit entsprechenden Halterungen. Und hier schlussendlich noch Spritzling E. Das sieht ziemlich leer aus. Anscheinend hat man da eines nicht extra nicht gegossen. Dann haben wir hier so lange Seile. Hier ein gewundenes Abschleppseil. Und noch 3 Helme, Wasserkanister bzw. Benzinkanister. Genau, 2 Stück, die gehören also jeweils zusammen. Die Helme, die kommen, glaube ich, nur als Deko auf den Panzer hinten. So, dann haben wir hier noch die Einzelglieder, die jetzt nicht gebraucht werden, um eine Kette draus zu machen, sondern nur, um auf dem Panzer dekoriert zu werden. Sieht gar nicht schlecht aus, hier mit der Oberflächenstruktur. Sind symmetrisch, ja, sind symmetrisch. Und schlussendlich haben wir hier noch die Vinylketten, ziemlich verdreht. Ich hoffe, dass sich das nachher dann wieder gerade ziehen lässt. Die sollen ja dann so zusammengesetzt werden, dass man die hier so durchführt und dann die überstehenden Nupsis hier mit dem erhitzten Schraubenzieher dann auf der anderen Seite hier verschmilzt. So, man hat hier zumindest mal einen Vorteil, und zwar im Regelfall ist ja das typische auch beim Panzer IV der Durchhang der Kette also oben auf den Stützrollen. Und genau das hat man ja im Regelfall bei einer Vinylkette, kann man nicht darstellen, weil die unter Spannung steht. Die ist dann relativ gerade auf den Stützrollen. Hier hat man nun die Situation, dass aufgrund der
Schürzen, das sowieso nicht zu sehen ist. Also von der Warte kann man es dann hier noch ohne allzu großen optischen Fehler zu haben, auch darstellen. Bin ich mal gespannt. Ist so ein bisschen festeres Material, wie sich das verarbeiten lässt und vor allen Dingen auch, wie sie es dann aufbringen lässt. So, ich habe da die Spritzlinge mal wieder alle hingelegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Vinylketten, Wanne, Teil 1, Teil 2, die Polycaps, die Decals, die Bauanleitung. Und als Fazit kann man hier festhalten, von der Qualität zumindest, von der Gussqualität sieht es vernünftig aus. Ich sehe so gut wie keine Gussrückstände, wo man also groß versäubern müsste. Die Passgenauigkeit wird man dann erst beim Bauen sehen und beurteilen können. Was zum Beispiel mir wiederum sehr gut gefällt, ist, dass wir hier bei den ganzen Rädern entweder nur einen Anguss haben oder maximal zwei. Also gerade hier bei den Antriebsrädern ist es so, dass auch an der Spitze vom Zahnrad angegossen ist. Da lässt sich es also deutlich einfacher entfernen, als jetzt, Unterschied, wenn es zwischen zwei Zahnrädern oder Zähnen sich der Angusspunkt befindet. Übrigens, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das fällt mir auf, dass hier die Zähne rechteckig sind und nicht leicht spitz zulaufen. Glaube ich kaum, dass das der Realität entspricht. Und wie gesagt, auch zum Beispiel hier an den Blattfedern sieht man so ein bisschen das, was ich schon gesagt habe, fehlt mir so ein bisschen die maximale Detaillierung hier. Das ist also jetzt nicht so optimal ausgearbeitet. Aber gut, wird man dann mal sehen, wie sich es beim Bau ergibt. Und da freue ich mich drauf. Aber jetzt war das erstmal die Darstellung und wie gesagt, im nächsten Video zum Panzer 4 Ausführung H von Revell werden wir uns dann mal entsprechend uns dem Zusammenbau widmen. Also, bis dahin, tschüss!